An den Ostsee-Pipelines Nord Stream 1 und 2 sind mehrere Lecks entdeckt worden, aus denen Gas ins Meer strömt. Die Ursache ist unklar. Es mehren sich aber Hinweise darauf, dass es sich um einen Sabotageakt handeln könnte. Die Pipelines Nord Stream 1 und die nie in Betrieb genommene Nord Stream 2 verlaufen durch die Ostsee von Russland nach Deutschland. An der Leitung Nord Stream 1 gibt es zwei Lecks, nordöstlich der dänischen Insel Bornholm. Ein weiteres an der Pipeline Nord Stream 2 etwas südlicher. Über der Ostsee macht die dänische Luftwaffe diese Aufnahmen, südlich der Insel Bornholm. Allein diese Austrittsstelle habe einen Durchmesser von 1 Kilometer. Dänemark bestätigt insgesamt 3 Lecks in den beiden Pipelines Nord Stream 1 und 2. Es ist eine außergewöhnliche Situation. 3 Lecks, sogar mit einem gewissen Abstand zueinander. Deshalb ist es schwer vorstellbar, dass es sich hier um einen Zufall handelt. Viele Experten verweisen darauf, dass diese Rohre, die 70 Meter unter der Wasseroberfläche liegen, sehr robust seien. Ein Bruch sei deshalb unwahrscheinlich. Schwedische Seismologen sehen eine andere mögliche Ursache. Mehrere Messstationen hätten gestern Abend eine starke Unterwasserexplosion im Bereich der Gaslecks verzeichnet. Es war eine große Sprengung oder Explosion. Anhand der Wellenform sehen wir sehr deutlich, dass es sich nicht um ein Erdbeben gehandelt hat und dass etwas im Wasser oder nahe des Grunds passiert ist. Polens Regierungschef Morawiecki weihte am Morgen eine neue Pipeline zwischen Norwegen und seinem Land ein und wurde deutlich. Die Lecks in der Ostsee seien Sabotage und die nächste Eskalationsstufe der Situation in der Ukraine. Kreml-Sprecher Peskow verwies auf laufende Ermittlungen. Stand jetzt können wir nichts ausschließen. Offensichtlich sind Röhren beschädigt. Aber warum, können wir erst sagen, wenn die Untersuchungen abgeschlossen sind. Beide Pipelines waren zwar nicht in Betrieb, aber trotzdem mit Gas befüllt. Den Betreibern zufolge könnten sie durch die Lecks nun in den nächsten Tagen leerlaufen. Norwegen und Dänemark haben angekündigt, ihre Energieinfrastruktur nun noch intensiver zu schützen.